Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge nicht EA Sports, sondern NBA 2K24. Wir sind hier nach wie vor in den Playoffs gegen die Dallas Mavericks. Game 3. Das werden wir in der Simo starten. Guck mal, wie es läuft, weil es könnte dann Richtung 3-0 gehen, vielleicht eher Richtung 2-1. Dadurch wird dann das Game 4 umso interessanter. Wir werden natürlich auch reinspringen in die Simo, wenn es am Ende wieder eine schöne Crunch-Time gibt. Und dann gehen wir mal rein hier. Erstes Viertel war sehr deutlich. Zweites Viertel ist auch sehr deutlich. Also die Mavs. Die Mavs werden zu Hause ja komplett auseinandergenommen. Da brauchen wir gar nicht reinspringen. Okay. Das sind fast 50 Punkte Unterschied. Was ging denn hier ab? Pennington stark. Baxter Nwelika stark. Wilson und Korber. Bei den Mavs ging einfach mal nichts. Bei den Mavs ging absolut gar nichts. Und damit sind wir 3-0 vorne. Bedeutet, wenn wir in Game 4 jetzt hier gewinnen, dann sweepen wir das Team, das in den letzten Jahren eine Dynastie hatte. Nämlich die Dallas Mavericks. Ja, ohne Jalen Green. Ja, ohne Andre Harris. Aber trotz allem. Das wäre schon crazy. Wir nehmen mal hier Statement-Jerseys bei dem. Finde ich eigentlich gar nicht mal so unnice. Und bei den Warriors. Ne, da bleiben wir mal lieber hier. Müssen wir dann fast schon Association nehmen, ne? Oder Icon, das sollte ja eigentlich noch sich unterscheiden genug, oder? Statement ist ein bisschen zu dunkel, nehmen wir Icon, dann passt das. Gehen wir rein. Game 4, schlagen wir die Mavs und hauen sie einfach mal weg? Mit einem Sweep und sagen dann einfach Bye-Bye Mavs? Oder wie sieht's hier aus? Oder kommen die Mavs doch nochmal zurück? Immerhin auf ein 3-1. Ich meine, in über 150 Partien ist noch nie jemand, ich glaube sogar insgesamt sind es genau 151, ist noch nie im Team von einem 3-0 zurückgekommen. Hoffen wir mal, dass die Mavs damit nicht anfangen. Und, ja, erstmal Maus hier, Tatum. Also erste Aktion für die Mavs nicht gerade vielversprechend, wenn man ehrlich ist. Einfach mal ins Ausrennen. Jetzt könnte Adams kommen. Adams mit dem Screen. Shelton. Na, den hat Adams aber und dann wird er gefoult. Von die Ruhen, das ist natürlich nicht gut, wenn ihr bester Mann hier ganz, ganz früh in der Partie noch nicht mal nach einer halben Minute gleich mal das erste Foul hat. So, jetzt hier Shelton. Shelton macht das gut. Sie lassen diesen Mann hier frei, das ist eigentlich keine gute Entscheidung. Wilson. Nee, macht ihn nicht rein. Und am Ende hat ihn AJ Singleton. Tatum. Jason Tatum hier. Baxter Nwelika ist da bei ihm. Jason Tatum versucht es mehr oder weniger allein. Lockhart mit dem Dreier macht er nicht rein. Und der zweite Rebound für Adams. Pennington. George Pennington. Diesmal kann ihn Wilson reinmachen. Stark. Diesmal nimmt er den Wurf, faked da nichts. Und damit haben wir die ersten Punkte hier für die Golden State Warriors. Lockhart. Boah, der Block von Adams. Gary Baxter Nwelika. Macht ihn nicht rein. Pennington. Baxter Nwelika mit dem zweiten Wurf. Macht den dafür dann rein, den Dreier. Und damit haben wir einen 6-0 Run zum Anfang der Partie. Es zeichnet sich wieder ab, dass die Mavs hier eher wenig Chancen haben gegen die Warriors nach den ersten Minuten. Lockhart. Boah, der Ball ist fast weg. Und dann ist es ein Foul, sagt der Ref. Also knapp den Ball nicht verloren. Und dann kann sich Lockhart dann doch noch immerhin so durchsetzen, dass es hier einen Foul gibt. Macht er rein die ersten Punkte hier. Die Nummer 61. Der zweite ist dann auch drin. Shelton hat jetzt den Ball. Boah, das geht so einfach. Da pennen sie einfach. Gary Baxter Nwelika darf einfach davonziehen. Jason Tatum hat da ziemlich geschlafen. Lockhart. Lockhart gegen Shelton. Tatum. Jason Tatum. Na, Baxter Nwelika ist da. Ja, das war ein sehr schwerer Wurf. Shelton. Shelton hier in Possession. Hält den Ball. Spielt den jetzt hier auf Spencer Adams.
Gary Baxter Nuelica. Der kriegt den nächsten Screen. Kann den Wurf jetzt nehmen, kriegt den komplett freien Dreier, macht ihn rein. Also die Mavs hier 11-2 hinten. 9 Punkte Rückstand nach noch nicht mal 3 Minuten. Das ist eine Katastrophe. Die Mavs könnten hier wirklich gesweept werden. Das Team, das die letzten Jahre so dominiert hat wie kein anderes in der NBA. Jetzt Hilly Roo. Ah, der ist nicht drin. Freier Dreier. Und der geht dann nicht rein. Das tut weh. Das tut aktuell weh. Und jetzt hier Gary Baxter mit einem wahnsinnigen Drive. 10 Punkte. Stark. Assist von Pennington, der dritte. Der dritte Assist und 11 Punkte Vorsprung. Also hier wirklich doppelter Vorsprung in dieser Phase der Partie schon. Tatum nimmt einen wilden Dreier. Tatum trifft den wilden Dreier nicht. Adams. Gary Baxter Nuica mit dem Fake. Jetzt will er an die Roof vorbei. Gibt den da ab. Spencer Adams. Gegen einen Bam Adebayo. Kann er ihn wirklich aufhalten? Na? Baxter Nuica kommt da gut vorbei. Hat den Midranger. Macht den Midranger leider nicht rein. Lockhart. Die Rule Kickout. Aber da hat Pennington gut geswitcht wieder. Ging das schön wieder raus zu Joseph. Tatum. Nein, auch der ist nicht drin. High contested von Gary Baxter Nuelica. Tatum braucht lange, um da hinzukommen. Gary Baxter Nuelica macht ihn aber nicht rein in dem Fall. Na, da sind zwei sogar bei Lee Rue. Der versucht sich trotzdem durchzupowern. Super Pass. Aber auch der ist nicht drin. Wahnsinn. Also wie viele offene Würfe sie auch einfach nicht treffen. Und Gary Baxter Nuelica macht den auch nicht rein. Wir überdrehen hier auch ein bisschen offensiv. Defensiv sind wir dafür am Start. Drew Joseph. Drew Joseph gegen Pennington. Lockhart. Joseph nimmt den. Nee. Der Ball hier wieder hin. Pennington. Der Ball super auf Gary Baxter-Nuica, der nächste Dreier, Wahnsinn. 16-2. Machtdemonstration der Warriors hier gerade. Das ist eine pure Machtdemonstration. Die Mavs sind bei 2 Punkten und jetzt erst eine Timeout. Das ist wahrscheinlich schon 2 Minuten zu spät, die Timeout. Wenn man ganz ehrlich ist, da muss man den Coach der Mavs jetzt auch mal hart kritisieren. Weil hier ging bisher gar nichts. Du musst da irgendwelche Adjustments vornehmen. Das kann ja nicht sein, dass du so untergehst. Also auch bei den Ausfällen, die sie haben. Klar, Jalen Green, der tut weh. Der wird auch den Rest der Serie wehtun. Je nachdem, wie lange die noch geht. Auch ein Harris tut weh. Aber du kannst nicht so untergehen. Dafür haben sie noch viel zu viel Qualität, als dass sie so desolat auftreten. Boah, Foul, okay. Ziehen jetzt mal hier im Foul. Gary Baxter-Nuica hat hier gefoult gehabt. Jason Tatum macht den. Macht doch den rein. Pennington. George Pennington. George Pennington darf einfach so zum Korb ziehen. Jason Tatum ist da momentan viel zu attackierbar. Ja, JT, du bist viel zu attackierbar. Das ist vielleicht das Alter. Mit 41 Jahren ist halt auch nicht mehr ganz so einfach. Joseph. Lockhart. Lockhart jetzt hier. Schwierig für Lockhart da jetzt was zu finden. Drew Joseph eventuell. Nimmt den Dreier. Foul. Foul von Shelton. Okay. Drew Joseph versucht es hier. Ja, drei Freiwürfe jetzt hier für Drew Joseph. Der erste ist clean drinne. Der hat auch viele schwierige Jahre mit den Warriors mitgemacht. Also der kennt das leider. Der kennt das in seiner Karriere bei einem Team zu sein, das große Ziele hat, aber diese Ziele überhaupt nicht erreichen kann. Und das über mehrere Jahre. Dass die Generation Jason Tatum, ja, mit Drew Joseph, ach, der Kickout, Wilson wird freigelassen, Wilson macht ihm nicht Glück für die Mavs. Aber ich wollte gerade sagen, JJ Holland, ne, Drew Joseph, Stevie Mensah lange Zeit, bis es dann endlich erfolgreich wurde, Jason Tatum, das war schon eine geile Truppe an sich. Eigentlich echt schade, dass die so unerfolgreich war. Und, oh, der Block. Der Block. Wilson. Der Pass. Murphy. Damn. 20-7. 20-7. Die junge Truppe überrennt hier das Altersheim der Mavs. Um es ein bisschen despektierlich auszudrücken. Lockhart. Was? Nee. Adams freut sich. Der kann heute einen Rebound nach dem anderen sammeln.
Nein, der war nicht perfekt. Den hat Lockhart. Shelton versucht zu stören. Adams. Ah, der Kickout. Jason Tatum kann es doch noch. Geht doch. 10. Jason Tatum hier. Zeigt, dass er noch die Würfe treffen kann. Penetan. Oh, da kommt er einfach durch. Das darf dir nicht passieren. Der Rebound ist aber hier bei den Mavs. Weil da nochmal die gute Hilfe von Bam Adebayo kam. Ach, dann versuche ich das Offensive zu ziehen. Und dann ist es wieder ein Foul von Shelton. Der muss dann jetzt leider raus. Für Harrison. Oder machen wir sogar... Bringen wir Giffy rein, warum nicht? Dann kann da der junge Giffy hier ein paar Minuten mehr kriegen. Weil ich will nicht, dass Shelton zu früh ausgefoult ist. Der ist nicht drin. George Pennington hat den. George Pennington auf Giffey. Schneller Eis oder was? Giffey versucht durchzukommen. Klappt nicht gegen Lockhart. Der versucht hart zu defenden. Gibt den dann erstmal ab. Der Screen ist gut. Giffey macht ihn nicht rein. Pennington holt sich den. Der Ball geht nach draußen. Murphy ist ein Killer von der Dreierlinie. 23-11. 23-11 steht es hier jetzt. Minute 1 gehen wir dann gleich mal in die Simo. Also spielen wir nochmal 2,5-3 Minütchen. Und dann gehen wir in die Simo. Joseph. Joseph, nein, der Ball ist bei uns. Aber Murphy kriegt ziemlich viel Platz, weil Jason Tatum auch hier wieder echt lange braucht. Der ist aber nicht drin. Aber Tatum ist wirklich zu langsam. Joseph. Lockhart. Lockhart gegen Pennington. Lockhart macht ihn nicht rein. Wahnsinn. Und jetzt hier Pennington auf Murphy. Dreier. Muss man mir auch mal erklären, warum man Murphy so freilässt, nachdem er schon den einen oder anderen Dreier jetzt reingemacht hat. Ja, jetzt muss man auch mal erklären, warum Tatum so frei ist. Weil er den nicht reinmacht. Pennington holt sich hier den Easy Rebound. Und auch noch den Assist. Ja, weil Murphy komplett heiß läuft gerade. Weil Murphy gerade komplett heiß läuft. 29-11. 29-11. Die Mavs werden gerade auseinandergeschossen. Eieiei. Das ist hier nicht gerade die Beendigung einer Ära. Das ist gerade wirklich die... Also die werden gerade zermatscht. Die Ära wird gerade wirklich komplett zermatscht. Lockhart. Jetzt hier Bam Adebayo gegen Wilson. Und der Ball ist bei uns, das war schwach. Das war schwach. Der nächste Dreier von Murphy, der ist so gut. Der ist so gut. Drei Dreier, glaube ich, am Stück von Murphy gerade. Ja, drei Dreier am Stück auf jeden Fall. Also Murphy hier. Ich würde mal behaupten, den freizulassen an der Dreierlinie könnte schmerzhaft sein. Rebound, den hat Pennington sich gesichert. Lassen sie ihn wieder frei. Na, der ist nicht drin. Vier am Stück wäre wirklich wild. Vier am Stück wäre wirklich wild. Jetzt hier Foul von Giffey. Und sie sind im Bonus tatsächlich. Die sind übrigens schon 21 Punkte hinten. Nur noch 20. Nur noch in Anführungsstrichen. Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, ob die sich schon aufgegeben haben oder ob da noch was geht bei denen. Jetzt haben wir hier natürlich George Pennington. Der Fake. Ah, da ist Bam dran. Hat er stark gemacht. Guter Pass jetzt mal, aber da ist einfach Wilson, der ihn von hinten wegblockt. Mario Wilson mit diesem Block. Gebt euch das mal. Zack. Er denkt sich so, ey, 0 gegen 1, aber Mario Wilson sagt nein. Mario Wilson sagt nein, Kollege. Nein, 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 nein. Lass mal sein. Hier gibt es keine einfachen Buckets. Egal wie weit vorne wir sind, wir werden euch das Leben zur Hölle machen. Zur absoluten Basketballhölle wird das. Und das spüren die Mavs. Das spüren die Mavs. Okay, das war jetzt mal ein einfacher Bucket. Singleton hier mit den Punkten. Jetzt hier Pennington. Pennington, der Pass war super und der wird weggedrückt. Okay. Vielleicht etwas zu sehr gewollt. Murphy versucht zu stören. Na? Singleton bringt hier so ein bisschen Feuer wieder rein für die Mavs. Jetzt hier Floppy Play oder was? Mario Wilson. Pennington.
Versuchen wir mal ein Fadeaway mit Penitent. Ist ja nicht seine Spezialität, macht ihn noch nicht rein. Aber ich dachte, wenn er schon mal on fire ist, kann man sowas ja probieren. Eigentlich mag ich die Fadeaways ja. Lockert immer mit seinem ekligen Dribbling, der provoziert damit schon. Giffey versucht zu stören, Giffey stört gut. Wilson. Penitent. Penitent mit dem Wurf. Nein, aber der Ball ist bei Murphy. Was ein Einsatz. Was ein Einsatz von Murphy. Penitent. Penitent lässt dann erst Reed einfach stehen und dann wird er gefoult. Stark. Das war stark gemacht. Wir machen noch die zwei Freiwürfe, dann geben wir in die Simo. Macht der rein. GP. Macht auch den rein. 34-17. 34-17. Wir gucken mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Zweites Viertel ist ausgeglichen. Wir gehen mal Richtung letztes Viertel. Ja, das ja, doch, die können hier noch rankommen. Die sind nicht so krass weit weg. Also, die waren schon mal weiter weg. Das hier sind jetzt ja auch nur 16 Punkte, in Anführungsstrichen nur. Waren das 16? Ne, 14, sorry. 14 Punkte nur. Aber wir haben jetzt erstmal hier Freiwürfe mit Raymond Looney. Den ersten macht er, schön. Ist sicherlich nicht der beste Freiwerfer. Den zweiten macht er aber auch. Okay, jetzt sind es 16, wusste ich's doch. Ich hab doch gesagt, 16 Punkte Vorsprung. Auf jeden Fall jetzt, ey. Reach in, sagen sie, kein Transition Take, das ist schon mal gut. Gucken wir mal, ob die Mavs hier wirklich nochmal rankommen oder ob sie gesweept werden. Das wäre natürlich wild. Mercado. Spielt den weiter, Hero. Offensives, ganz klar. Tyler Hero komplett kopflos einfach reingerauscht. Und Murphy denkt sich nur so, okay, nehme ich gerne. Das nehmen wir doch gerne. Penitent wird gefoult. Zieht dann einfach das Foul, kann jetzt von der Freiwurflinie wieder punkten. Ist auch unglaublich schwer natürlich, ihn zu stoppen. Aber den macht er mal nicht rein. Den macht er rein. 14 Punkte, 10 Rebounds. Ein Assist braucht er noch, dann hat er hier mal wieder ein Triple-Double. Und der Vorsprung ist kaum noch aufzuholen für die Mavs, wenn man ganz ehrlich ist. Auch hier fast der Steal, nicht nur fast. Jetzt hatten wir den Steal. Penitent. Na, macht er nicht. Draymond Looney kriegte den Ball leider auch nicht. Hero. Nein, da ist Draymond Looney, das ist schwierig, den Ball dann zu machen. Vielleicht den jetzt hier auf Chevion, dann hat Penitent auch sein Triple-Double, sehr nice. Schönes Ding, schöner Pass. Chevion mit einem seiner Dunks und Penitent jetzt hier mit einem Triple-Double, 14-10-10. Kann man mal machen. Die Mavs 19 Punkte sind hier hinten. 19 Punkte und das bleibt doch dabei. Das wird nicht einfacher. Boah, Shelton darf einfach davonziehen. Shelton darf einfach davonziehen. 21 Punkte Vorsprung wieder. Die Dallas Mavericks gehen hier unter. Tyler Hero. Na, der ist auch nicht drin. Ne. Der ist auch nicht drin. Penitent. Boah, Leroux. Wenn jemand was zeigt, dann ist es Leroux, muss man sagen. 19. Ich meine, 9 Minuten 30, ist das möglich aufzuholen? Das ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich super schwer. Es ist super schwer, wenn es so läuft wie bisher. Penitent ganz freigelassen. Penitent macht ihn nicht. Und natürlich kommt auch sowas dazu. Oh, aber na gut. Murphy. Jetzt könnte Chevion hier mithelfen. Chevion mit dem Screen. Ach, darf da einfach davonziehen, easy. Dank den rein. Schöner Drive von Chevion. Dank das Teil, easy rein. Zack. Und dann ist das Ding auch durch hier. 21 Punkte. Wir spielen bis Minute 4 runter. Wenn es bis dahin ähnlich hoch ist, dann simulieren wir den Rest. Weil noch ist alles im Bereich des Möglichen, auch wenn es wirklich super unwahrscheinlich ist, dass diese Mavs
hier zurückkommen, ist es noch drin, dass man das kippen kann. Jetzt hier Chevion. Na, Hände sind da. Hände sind da von Singleton. Ja, Pennington. Pennington jetzt hier. Versucht sich da durch zu fighten. Gibt den ab auf Murphy. Der Screen kommt. Der Screen ist nicht schlecht. Murphys Ball. Ne. Jetzt hier Tyler Hero nimmt den Dreier. Ja, nimmt den, aber der war auch contested. Ne, war er gar nicht. Murphy wird gefoult dabei. Wird auch noch hierbei gefoult. Mercado foult einfach mal Murphy nochmal beim Dreier. Murphy macht den ersten. Jetzt ist er auch on fire. Noch mehr Probleme für die Mavs. Als hätten sie nicht schon genug. Als hätten sie nicht schon genug Problems. Er macht auch den nächsten 20 Punkte. Also der Mann ist in den Playoffs eh so wichtig. In der Regular Season kommt seine Wichtigkeit nicht so zum Tragen. Klar, er bringt Scoring von der Bank. Aber dadurch, dass wir einfach overall so ein gutes Team sind, sage ich mal, ist sein Impact nicht ganz so groß. Weil wir da wahrscheinlich auch ohne seine Hilfe mit die meisten Siege holen würden. Aber in den Playoffs ist so ein Spieler, der dir das garantiert, einfach Gold wert. Also wirklich Gold wert. Wenn du einfach weißt, ey, den kannst du bringen, upala. Und da weißt du, egal ob du deine Spieler hast von der Bank aus oder deine Starting Five, die werden scoren ohne Ende. Und auch der ist drin, ja. Auch der ist drin, 23. Jetzt ist er on fire. Jetzt ist er sowas von on fire. Anthony Murphy. Lockhart. Lockhart. Joseph. Adebayo. Nochmal versucht zu stören. Und ja, das sagt, glaube ich, alles. Das sagt, glaube ich, alles. Oh, der Fake klappt auch noch gegen Leroux. Fast sogar nochmal. Und jetzt hier Leroux gegen Murphy. Leroux gegen Murphy. Wenig Zeit nur noch. Murphy nimmt diese Herausforderung an. Trifft er leider nicht. Schade. Da wollten wir komplett mit ihm eskalieren. Ah, faul. Reach in, sagen sie. Aber ich denke, das Ding ist durch, oder? Diese 1,5 Minuten machen wir noch. Wir machen sogar nur bis Minute 5 statt 4, weil ich denke, nächstes Foul. Drittes Team, weil ich glaube nicht, dass... Ich glaube an diese Mavs nicht mehr. Wir spielen das noch hier diese 1,5 Minuten runter. Und dann gucken wir mal, ob sie uns nochmal überraschen mit einem kleinen Run, sonst war es das. Lockhart. Ach, come on. Jetzt ist schon wieder so eine Foul-Arie hier. Bam Adebayo. Was hat Bam Adebayo vor gegen... Na, macht er rein. Macht er rein gegen Adams. Das kann er ja. Diese Nahdistanzwürfe. Step back 3 oder was? Schade. Niru. Lockhart. Niru. Ne, gehe ich zu früh hoch? Na, das ist doch kein Foul. Arme waren doch eigentlich vernünftig oben von Adams. Aber die Mavs, die versuchen nochmal was. Das ist immerhin positiv. Die geben hier nochmal Power jetzt gerade. Das ist eine etwas andere Körpersprache als zuletzt. Die ist auch dringend notwendig. Gucken mal. Shelton. Och, den kann er nehmen. Trifft er auch. Ja, das ist natürlich dann ernüchternd. Dann kommt einfach ein Gary Baxter-Nueka, macht den Dreier rein. Und so ein bisschen diese aufbäumende Phase der Mavs unterbricht er dann einfach mit diesem Dreier. Adebayo. Zeigen die Mavs nochmal was? Haben sie nochmal so ein bisschen hier? Nee, nee, nee. Vergiss es. Wilson. Den Ball nochmal hier auf Shelton. Nochmal abgespielt. Baxter Nwelicka macht ihn rein. And one.
Lee Roo mit dem Blocking Fall, Baxter Noetica mit dem End One. Nee, 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 Mavs. Ende. 102-76. Das ist das Ende. Gehen wir in die Zimmer. Wir sweepen sie. 108-85. Penalty mit einem Triple-Double. Murphy stark, Baxter Noetica stark, Shelton, Wilson mit 18 Rebounds und 3 Blocks. Sorry, Tatum hat sogar 25 gedroppt, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Die Mavs, die Dallas Mavericks, 3-mal NBA-Champion gewonnen in den letzten Jahren, 5-mal am Stück in den Finals gewesen. Die Ära, die Dynastie ist vorbei. Man muss es wohl auch sagen, aufgrund des Alters der Mavs ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, also wirklich extrem unwahrscheinlich, dass dieses Team hier nochmal zurückkommen wird. Denn Jalen Green in den letzten Jahren immer und immer wieder verletzt in den Playoffs. Der ist 37, der wird nicht jünger und der wird auch nicht besser. Harris ist auch schon 31, klar, das ist noch nicht ganz so alt, aber immerhin schon, ne, auch Lee Roo, 29, noch im besten Alter, keine Frage. Aber auch die anderen hier, Lockhart, 32, der wird auch tendenziell eher schwächer. Reed ist 39, Joseph, 35, Adebayo ist 41, Hero, der viele Minuten eben gegangen ist, 39, Tatum ist 41. Also hier musst du dich wahrscheinlich davon verabschieden, dass die Dynastie irgendwie nochmal länger gezogen werden kann. Wir gucken natürlich noch auf die anderen Serien und sehen da, es gab einige Game 7s, wie ich sehe. Da gucken wir natürlich immer rein. Das war euer Wunsch, dass wir immer ins Game 7 gehen. Und sehen hier bei Game 7, die Puma Stars sind hier unterlegen gewesen gegen die Jazz, weil hier Lideka 35 und 6 vor allen Dingen gedroppt hat. Das ist stark. Auch Miguel Lopez hier 12 Rebounds. Na gut, Garland hat alles versucht, Hardy und Co. Man muss aber sagen, trotzdem stark, wie die Puma Stars sich hier gewehrt haben. Am Ende ist aber Utah weiter, gegen die wir dann entsprechend spielen. Dann haben wir hier die Lakers, die in Game 7 gegen die Superjets weitergekommen sind. Nach Overtime. Alter, muss das dramatisch gewesen sein. Wir gucken mal alle Spiele hier ran. Ganz knapp die Superjets das erste Game. Im zweiten Game haben die Lakers sie komplett zerstört. Ganz knapp wieder die Superjets. Dann ganz knapp die Lakers. Knapp die Lakers. Und das hier Game 6 war schon nur wegen Overtime, ging es überhaupt erst in ein Game 7. Und dann wird es in Overtime entschieden in Game 7 sogar. Wahnsinn. Also das muss eine komplett gestörte Serie gewesen sein. Also hier Lakers am Ende durchgesetzt in einer komplett wahnsinnigen Serie. Und hier haben wir nur ein Game 7. Washington gegen die Gorillas. Hier sehen wir tatsächlich, dass die Dings sich am Ende durchsetzen konnten. Die Washington Wizards letztes Jahr im Finale gewesen. Aber auch hier stark von den Gorillas. Da hatte ich, glaube ich, am Anfang der Season, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, gesagt, dass die so ein Dark Horse sind, die echt für Überraschungen sorgen könnten. Haben sie dann nicht ganz geschafft, aber trotzdem stark. Bedeutet, wir haben jetzt hier in den zweiten Runde der Playoffs die Detroit Pistons gegen die Wizards im Osten. Nices Duell. Ist eben das Duell hier zwischen Vroughton, Myers und Co. Das sind die neuen Pistons, kann man sagen, gegen den letztjährigen Finalisten. Und dann haben wir hier natürlich die beiden Teams im Osten, die im letzten Jahr richtig stark sind. Die Raptors, die mehrmals Meister wurden, mit einer sehr erfahrenen Truppe gegen die jüngeren Celtics. Im Westen haben wir dann natürlich unser Duell, da gehen wir in der nächsten Folge genauer drauf ein. Und dann haben wir einmal die Lakers mit Cunningham, mit Hutzgefino, mit Ramsey, mit Isaac Jones und Co. gegen die Portland Trailblazers nach wie vor mit Scoot Henderson. Wird interessant, gucken wir mal, wer ein möglicher Western Conference Finals Gegner sein könnte, sofern wir die Jazz schlagen. Wird auf jeden Fall nicht ganz uninteressant. Euer Velosch meldet sich fürs Erste ab und bye bye.